Das geschah in der letzten Folge von Angegruselt. Okay. Und so geht es heute locker flockig weiter. Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge Angegruselt mit mir, Thomas und Player Gaddon. In der heutigen Folge werden wir Five Nights at Rario's spielen. Rario's 3, Entschuldigung. Da ich ja ein riesiger Nintendo-Fan bin, habe ich mich dazu entschlossen, das mal zu spielen. Das wollte ich schon immer mal spielen und Wario sieht hier wirklich creepy aus. Ich hoffe, dass es heute läuft, denn Fraps hat dieses Spiel nicht angenommen und ich benutze gerade ein anderes Aufnahmeprogramm und ich hoffe mal, dass es funktioniert. New Game. Mal gucken, was uns hier in diesem Spiel erwartet. Gruselig. Peach? Bist du das? Okay, sie liegt anscheinend tot. Wario, du böser Bad Boy, was hast du angestellt, Mann? Okay. I can use, ich kann benutzen, I can use this, ich kann das benutzen. Okay, was sagt uns das? Holy crap. Ist ein Badezimmer? Ist irgendein Zimmer? Küche? Okay. Hello? Oh, thank God. You're in the house, right? Allow me to introduce myself. My name is Max. I'm one of the employees at your new job, but that's not important right now. What is important is for you to get out of there. I know someone hired you to watch over the house tonight because the family who is living there is on vacation, blah, blah, blah. Well, I don't know who told you that this house needed some sort of protection, but I'm pretty sure it was a prankster. You need to get out of there. That house you're in is apparently extremely haunted, and according to some files I have here, nobody has been living there for years. I'm not sure what kind of hauntings that exist in that house, but one thing is clear. I'm sure they are trying to get to you by playing with your mind. You might even go crazy and see the exit door as a hallway, for example. Stay focused, all right? I could come over, but I'm afraid that can make things even worse. Now, you must not move from the spot you're on during the night, all right? It's extremely dangerous in this situation. It's a good thing you put up the cameras throughout the building. Use them well, but keep in mind that you can only use them for a limited amount of time at once. Watch the power meter to make sure you don't need to charge it all the way back up. If someone should come in on the left-hand side, look to the opposite side of the room and wait. Don't look at your camera, just wait. You don't want to make eye contact, understand? Though in this room they might sneak up behind you as well. I'm guessing you will then see them in the mirror above the fireplace. If this should happen, immediately pull up your camera to make them go away. Got it? You should also watch them on the camera as often as you can, as it somehow makes them go a bit slower, I think. Once the sun rises, you are free to look for the exit, but remember, as I said, you might have trouble finding it.
heck, they might even shut the doors and windows completely. If you don't find a way out by tomorrow night, I'll give you another call. But do not, and I repeat, do not stay in the same room two nights in a row, okay? That will make you easier to find. Good night. Okay, wir sollen irgendwie Räume wechseln können, hat er gesagt. Wir sollen niemals in einem Raum bleiben. Aber dann würde ich auch gerne wissen, wie man den Raum hier wechselt. Und manchmal erscheint hier Wario an der Wand. Ich habe euch keine Ahnung. Er hat gesagt, wir sollen keinen Augenkontakt halten, falls sie mit uns im Raum sind. Ach scheiße, man darf die Kamera nicht so lange benutzen. Also wie bei One Night in Flamties, falls ihr euch noch erinnern könnt. Aber ich habe auch keine Ahnung, wie man hier was machen soll. Ich meine, wir konnten hier gerade was aufheben. Ich muss sagen, die Grafik des Spiels ist nicht die schönste, aber es kommt ja auf die Spiele. Wario! Okay, und was sagt mir das? Wie zum Teufel soll ich den... Jetzt habe ich's verstanden. Ich glaube, wenn er in den Spiegel guckt, sollen wir auf die Kamera gucken. Wir sollen keinen Augenkontakt halten. Was nicht besonders... Ah, komm, den können wir skippen, den Anruf. Den will ich mir kein zweites Mal antun. Soll direkt beginnen, die Nacht. Das war creepy, das muss ich zugeben. Halt deine Schnauze. Ich weiß, was du mir gesagt hast. Wario war in der Küche. Das sagt ihm auch seine Figur. Badezimmer, weiß ich nicht, was das für ein Raum ist. Weiß ich auch nicht. Ach scheiße, man darf sich so lange benutzen, habe ich voll vergessen. Fuck this shit. Das Spiel ist gruselig, ich sag's euch, ohne Mist jetzt. Ich habe das Gefühl, dass links auch einer stehen kann, weil er irgendwas mit Left gesagt hat. Das habe ich auch noch verstanden mit meinem schlechten Englisch. Irgendwie... Links gucken, keinen Augenkontakt haben. Niemals im gleichen Raum bleiben, was ich irgendwie nicht verstehe. Da war Wario. Da war Wario. Vielleicht meine ich das mit der Kamera, wegen Räume wechseln kann ich persönlich jetzt nicht tun. Scheiße, Mann, ist die Atmosphäre gut. Das ist seit langem wirklich mal wieder eine gute eigene Idee sozusagen. Es ist der dritte Teil. Ich habe mal auf GameYolt meiner Stammseite rumgeschaut. Habt ihr rechts wieder Wario an der Wand? Okay, da ist er. Ich habe auf meiner Stammseite, wo ich meine Horrorspiele immer suche, auf GameYolt mal wieder nachgeschaut. Hab das Spiel gefunden, hab gesehen, dass die Rezensionen wirklich sehr gut waren. Habe ich mir gedacht, wieso spielen wir das nicht mal selber? Und ich hoffe, ich bereue es nicht. Beziehungsweise, wir haben schon 2 Uhr morgens und ich verstehe die Spielmechanik immer noch nicht. Aber vielleicht könnt ihr mir einige... Fuck! Einige Tipps geben, falls ihr Tipps habt, falls ihr das Spiel schon mal gesehen habt. Falls ihr es schon selber mal gespielt habt. Okay, Wario, wo bist du? Oh, not bad. Küche? Er war in der Küche, habe ich gesehen. Oh, er ist immer noch in der Küche. Um 3 Uhr morgens, sie sind auf jeden Fall erfolgreicher als in der ersten Nacht, würde ich mal so behaupten. Ohne frech zu wirken oder arrogant. Er macht mir irgendwie Angst.
guckt ihn euch an. Fuck, what? Mann! Okay. Ich hab gehört, du magst kein... Es hat geholfen. Er ist im Spiegel aufgetaucht, als wie wenn man Bloody Mary macht, aber... Der Unterschied ist, wir bekommen ihn los. War er da? Nein, okay, gut. 4 Uhr morgens, Baby, 4 Uhr morgens. Das muss doch was Gutes heißen, wenn wir so lange überlebt. Oh, scheiße. Fuck, Mann. Das Spiel ist gut. Das kann ich wirklich nur... Also, man muss voll wieder aufladen, wenn man das nicht gemacht hat. Oh, jemine. Jetzt weiß ich, wo die Schwierigkeit im Spiel ist. Ich weiß gar nicht, wozu wir die Kamera benutzen müssen. Ich glaube... Ich glaube, er taucht sonst auf. Oh Gott. Wieso können wir nicht mehr in Camp... Achso, oh, da waren wir. Ich dachte schon gerade. 5 Uhr morgens. 5 Uhr morgens. Wario, du bist so wunderschön. Kannst du bitte... Dankeschön, er ist verschwunden. Rechts hier an der Wand das Gemälde. Ihr könnt meinen Mauszeiger nicht sehen, aber... Ich glaube, ihr wisst Bescheid, wo ich drauf zeigen wollte. Glaube ich zumindest mal so. 5 Uhr morgens. Das klappt doch bis jetzt einigermaßen gut. Warten. Komm. Gucken. Warten. Wenn wir die erste Nacht überstehen, dann bin ich der... Das hat doch gut geklappt. Choose a room to hide in. Oh. Das ist eine gute Spieleidee. Badezimmer, ich mag Badezimmer immer. In Horrorspielen habe ich sehr oft rausgesucht. Okay. I'm just glad that you're okay. Now, where are you? The bathroom. All right, good choice. Though I'm unsure if you have a lot to protect yourself with in there. Wait. Is there a medicine cabinet in there? If there is, take a look inside. See if you can find some medicine of some sort. I've heard that the effect that is created as soon as you take some types of medicine will drive the spirits away. Don't ask how. Maybe the reaction the medicine creates makes them think that you're dead or something. Either way, I think this is your only hope. Stay quiet, track them on the camera, and if they should find you, quickly swallow a pill or something. Then they should hopefully go away. Take the strongest medicine you can find. However, strong medicines often come with some side effects, like temporary loss of long-distance vision, loss of short-distance vision, paralysis, etc. But don't worry, these side effects will go away shortly. Keep moving during the day, okay? And I'll call you again tomorrow if you're still there. Be careful. Ja, ich bin vorsichtig, danke. Wir haben jetzt Pillen dazu bekommen, wie ich hier gesehen habe. Die zweite Nacht werden wir auch noch machen. Und wenn ich in der nächsten Angegrusel-Folge weitermachen soll mit dem Spiel, ihr könnt mir es unten in die Kommentare schreiben. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Es scheint doch relativ geil zu sein, das Spiel. Aber wozu sind die Dinger da? Das ist die Frage, womit ich mich gerade beschäftige. Kann es sein, dass er hier stehen kann? Wofür ist das da? Das ist... Okay, wir können nicht mehr auf die Kamera gucken wegen der Pille. Die Frage ist, warum sollen wir nicht mehr auf der Kamera gucken wegen der Pille?
Eine andere Frage ist, kann er hier stehen? Und wenn ja, was soll ich dann tun? Das würde mich mal interessieren. Was soll ich tun, wenn er hier steht? Soll ich eine Pille nehmen oder wie? Bisschen Paralysis oder wie? Ich weiß es nicht. Ich habe echt nichts verstanden. Die Audioqualität... Das ist Yoshi, Mann! Das ist... Oh, das ist creepy fucking Yoshi. Oh, Mann, oh, Mann, oh. Nein. Fuck, 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 fuck. Da war Yoshi, da war schon wieder Yoshi. Wieso ist Yoshi auf einmal in der heutigen Nacht da? Heißt es nicht... Five Nights... Go, Yoshi, go! Go, Yoshi, go! Go, Yoshi, go! Yoshi! Das warst du, oder das war... Ich mochte nicht immer in den Mario spielen, am meisten. Du darfst mir nichts antun, Mann. Aber wieso sollen wir unsere Pille nehmen? Ich meine, ich habe nicht vor, in nächster Zeit Geschlechtsverkehr zu haben mit den Dingern, die hier drin sind. Da will ich auch nicht die Pille nehmen. What the fuck is this shit? Fuck! Come on, baby! Was war das links auf der Couch? What the... Oh, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it. Das ist keine Nintendo-Figur, Mann! Ich kenne die Figur auf jeden Fall nicht aus irgendeinem Spiel oder so. Vielleicht gibt's das in speziellen Mario-Spielen, die ich nie gespielt habe. Aber Mario-Spiele haben mich bis jetzt noch nie so richtig gereizt. Und deswegen habe ich das nicht gespielt. Da war Yoshi, Yoshi, Yoshi. Oh, Yoshi, Yoshi, Yoshi. Nein, geh weg, Yoshi, Yoshi, Yoshi. Man. Die Frage ist, was war das für ein Ding? Wir müssen immer auf die Kameraladung auf... Oh Gott, 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 oh Gott. Atmosphärisch sind die Spiele not bad. What the fuck? Was bringt mir das denn? Ich verstehe das nicht, was es mir bringt, wenn ich nicht sehe. Yoshi. No. Pfui. Die Lichter sind dann in meinem Raum aus, oder wie? Sodass sie nichts... Fuck! Das war creepy! Das war wirklich creepy! Was hat mir die Pille denn gebracht? Gar nichts, Mann! Okay, ich will momentan mehr Five Nights at Freddy's Spiele spielen, damit wir uns schon mal in die Five Nights Stimmung für das große Finale begeben. Da das Five Nights at Freddy's 4 Spiel natürlich am 31.10. kommt, was schon bald der Fall ist in 2 Monaten. Es hört sich noch lang an, ist es aber nicht. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich das nächste Woche Samstag wieder spielen darf. Das ist wirklich der Hammer, das Spiel. Und wenn das der Fall ist, schreibt es unten in die Kommentare rein. Ist der Daumen oben, wenn man euch loben. Und wir sehen uns in der nächsten Angegrusel-Folge. Bye.